Das war eine sehr schnelle Ansage und gerade so wie das mit der Politik läuft, ist mein Gehirn ein bisschen breiiger Matschebrei in einem Tornado mit Haien. Ich hoffe, ihr habt mich trotzdem gut verstanden, denn wir ficken jetzt über Libis. Mit der Hexe. Ich soll die 180 Sekunden lang verfolgen. Stellt euch darauf ein, dass dieses Video lang wird. Wahrscheinlich nicht, aber wahrscheinlich. Mal gucken. Also wenn das so läuft wie meine letzte Runde, als ich die Hexe gespielt habe, wo ich gefühlt 5 Jahre 3 Generatoren verteidigt habe. Also die letzten 3. Ich habe mit Sicherheit eine Dreiviertelstunde bis Stunde versucht, Überlebende davon abzuhalten, diese 3 Generatoren zu reparieren. Hab überall meine Fallen gesetzt, bin rangegangen, hab den Generator geklatscht. Und das Ding ist, aus Gründen, ja, weil ich nämlich noch nicht das die Errungenschaft habe, die Trophäe habe, hab ich nur ihre Perks drin. Ja, und natürlich gehen die erstmal auf die Suche nach Ruin. Das ist so. Auch auf diesem Rang, ja, tatsächlich. Und ich dachte mir, es ist vielleicht ein bisschen einfacher. Aber nein, auch auf Holzrang sind die behindert. Aber müssen wir durch. Ich habe Mori mitgenommen, damit ich den letzten wegfressen kann. Om nom nom, über Lebi eingeweiht. Nom nom nom, noch ganz warm und saftig. Und wir sind alle saftig innen drin. Und es nervt mich halt, dass ich Dingens nicht mitnehmen kann. Nervenkitzel der Jagd? Oh, die sind willig. Seid ihr willig? Bist du willig? Sie sind willig! Okay, die Meng Fin ist leicht zu sehen, die anderen, ja, mehr oder weniger geht das. Ich habe mir Videos angeguckt von Monto und von Hybrid Panda und ich glaube, Monto hatte das gesagt, dass die... Ach, geil! Die haben Nebel reingemacht, das heißt, sie sehen meine Fallen nicht. Die Haare der Überlebis sind anscheinend über die ganze Map gut erkennbar. Und das stimmt teilweise. Vor allem auch durch Nebel und so und halt durch das Licht. Und wenn du jemanden spielen willst, den man nicht über die ganze Map quasi sehen kann, bei einer guten Auflösung auf Computer, auf PlayStation weiß ich nicht, ob das so ist, dann müsstest du Dwight mit Glatze spielen. Oder halt einen der Jungs, der nur aufgemalte, beziehungsweise keine, nicht so große Haare hat. Wie Jake zum Beispiel, der hat ja auch so buschige Haare. Den zum Beispiel nicht. Oder halt Kate. Oder alles, was sich an Haaren so bewegt, das sieht man halt. Vor allem auf Computer sehr gut. Ja. Wir haben Frosch mal gerade hier. Aber geht los jetzt, ne? Am Sein. Wir werden mal sehen, ob die mich jetzt zerstören oder ob ich es tatsächlich geschissen kriege, sie alle zu töten. Ich habe halt leider auch nur gelbe Memento Moris. Ich habe noch nicht ein grünes oder rotes gekriegt. Ein rotes wäre natürlich sahnemäßig. Ich sehe da einen Totem, ich sehe da einen Totem, ich sehe vor mir einen Totem. Ich male erstmal an die Totems. Falle platzieren. Gut, meine Fallen sind auch relativ dunkel. Ich platziere die am besten ins Gras. Den da hinten kann ich ignorieren. Wenn ich Glück habe, dann sind sie so dämlich und machen die Dinger auf einer Seite. Oh, da ist was geplatzt. Da müssen wir jetzt leider hingehen. Da läuft was! Ich sehe dich. Oder habe ich voll daneben gezielt? Sehr gut, die ist weg. Lauf doch nicht so offensichtlich von einer Palette zur nächsten, mein Freund.
sehr. Du kannst sie leider nicht nochmal schmeißen. Ich nehme gerne erstmal die ganzen Paletten mit. Oh, das trotz Ruin. Ich muss mich echt mal ranhalten hier, Alter. Das habe ich gewusst, Junge. Jetzt wird er ein bisschen Panik haben. Ja, ich dachte mir das. Guck nach hinten! Das andere Problem ist, die haben jetzt schon zwei Generatoren fertig, trotz dessen, dass sie den Heroin zerstört. Hier gibt's Kratzer. Wer war denn da? Wir haben ein Totem für aufgezehrte Hoffnung. Achso, ja, ich sollte vielleicht mal eine Falle hinlegen, ne? Du, ich habe noch ein paar mehr, ne? Das ist eigentlich egal. Also ich krieg dich auch woanders noch anhaken. Zum Beispiel der da oben. Der ist auch schick. Wie dreist die sind. Ihr Genrushed. Na gut, wenn ihr meint. Dein Ernst, Fangman? Mich ablenken? Du solltest schon richtig laufen können, Alter. Geht jemand hin? Nein. Hey, Dwight. Warum treffen sie denn nicht? Ja, fahren sie ab. Komm, fahren Sie ab. Versuch's. Idiot. Was macht denn ihr? So, erstmal wieder hinmalen. Krabbelt weit, krabbel. So. Leute, ich war in der Nähe. Hast du jetzt gerade wirklich den Dwight blockiert? Ach, dein Ernst. Mädchen, ganz ehrlich. Du disconnectest gar nicht? Okay. Tschüss. Na komm, 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 komm. Teleportier dich. Ach, verdammt. Da ist jemand an meinem Totem. Das ist halt auch eine doofe Map, weil die so groß ist.
Wolltest du gerade? Mein Freund, wo bist du? Du bist nicht hier lang gerannt, oder? Na, ist nicht so wichtig. Weit hinter dir war ein brennendes Totem. Warum hast du das nicht gemacht? Wo rennst du lang? Okay, ich lasse den jetzt. Ach ja. Aufgezählte Hoffnung. Bin ich schon so weit? Morgen? Eigentlich? Jeff, es wird mir eine große Freude sein, dich zu klatschen. Gern geschehen. Es ist ja nett, dass du dich direkt vor... Oh, ich brauche ja gar nicht malen. Ist egal. So. Einfach mal random eine Falle platzieren, weil ich kann's. Ich weiß gar nicht, ob ich. Doch, ich habe da auch eine 5. Ich kann, glaube ich, Morin, oder? Ich weiß es nicht. Ich werde es dann sehen. Ups. Hä? Was sind das für Geräusche da draußen? Motorrad rennen. Ja, gut. Der ist fertig geworden. Der passiert Scheiße. Muss mal gerade gucken. Kann ich? Kann ich? Ich kann. Aber ich will nicht. Ich will dich hängen. So. Der letzte Überlebende. Wer ist denn das jetzt? Der macht wahrscheinlich den Generator da ganz hinten. Wenn ich Pech habe. Ist jemand an meinem Boden? Komm schon! Teleportier dich! Ich hätte die Reichweite vergrößern sollen, aber jetzt weiß ich, wo du bist. Ich sehe dich! Kannst du noch offensichtlich rumlaufen? Du bist dahinter, ich hab dich gesehen. Ach so, ja, stimmt. Gut, dass ich die markiert habe. Jetzt kann ich sie nämlich schließen. Bonk. So, mein Freund. Und dich esse ich jetzt. Hallo, ich will ihn essen. Ich hätte auch den Leute schon essen können, aber ich wollte ihn hängen. Aber den letzten wollte ich essen, deswegen habe ich auch das Mori mitgenommen. Leute, das lief doch gut, oder lief das gut? Gut lief das. Ja, das Spiel ist aus. Hä? Was? Muss ich gleich mal nachgucken, was das bedeutet. Aber, ey, ich habe die Daily geschafft. Und... Warum habe ich keine 2 Pips? Und warum... Und warum habe ich die Trophäe für die Echse nicht gekriegt? Oh, ich guck gleich nochmal nach. Wenn das jetzt nicht gezählt hat, ne? Weil ich den nicht gehuckt habe oder was, dann drehe ich durch. Go ohne Witz, ey. Das kann nicht angehen.
Ja, aber es lief doch super, also fast. Also nicht für die, sondern für mich. Ja, tut mir ein bisschen leid, dass ich euch so monströs zerfickt habe, aber was soll ich sagen, ne? Ich bin halt jetzt auch, ich von gestern. Aber ja, danke, dass ihr zugeguckt habt. Ich habe echt gedacht, es wird länger dauern, aber das ging ja eigentlich. Ging ja eigentlich ganz gut. Geht Sonntag wählen. Das ist übermorgen. Heute ist Freitag. Also ich werde das Video verschieben. Ja, ich glaube das gleich. Geht Sonntag wählen, wählt bitte nicht die CDU. Und auch nicht die CSU. Und auf keinen Fall die AfD. FDP solltet ihr auch nicht unbedingt wählen. SPD, weiß ich nicht, würde ich nicht tun. Wählt auf jeden Fall etwas, von dem ihr denkt, dass sie sich für Klimapolitik einsetzen und dass sie lieb sind und auch andere lieb haben und für euch und eure Moralvorstellungen vertretbar sind. Danke sehr fürs Zuhören, fürs Zuschauen, für alles und wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es heißt, mal gucken, ob die behindert sind. Tschüss!